So Leute, I'm back on the block in Skate 3. Mal schauen. Ich sehe hier auf jeden Fall ein paar Challenges auf der Karte. Dann kann ich es mir eigentlich ersparen, dahin zu spawnen, wenn es sowieso hier ein paar in der Nähe gibt. Und cool, Mann, ist das eine Halfpipe. Schaut euch das an. Ganz andere Versionen oder ganz andere Maßeinheiten wie... ich bin auf eine Taste gekommen. Ganz andere Maßeinheiten wie bei Skate 2. So eine riesen Halfpipe. Die fahre ich gleich mal. Guckt euch das an. Nun ja. Heftig. Nächste Mission, hier ist er. Belohnung 20.000, das ist auch schon mal richtig gut. Und wieder so ein riesen Turnier. Voll verrückt, dass da Publikum ist in so einer, so einem Gammelsladen, sage ich jetzt in Anführungszeichen mal. Aber Skateboard-Spiele sind schon ein bisschen verrückt, deswegen passt das alles schon. Ja, hoffentlich ist mein Mikro richtig eingerichtet, so, also ausgerichtet, sag ich jetzt mal, dass es nicht so schrakelt. Mal schauen, was ich alles so landen kann. Leute! Und das ist jetzt ein bisschen blöd, ich spawn mal wieder hier. So. Das war jetzt auch ein bisschen blöd, ich spawn nochmal hier. Chris Haslem ist dabei. Chris Haslem ist Profi-Skater, falls ihr es nicht wisst. Krass. Ich habe ihn sogar gesehen, der ist sogar skatet sogar bei mir in der Nähe. Jetzt habe ich einen besseren Drop gemacht und seht ihr, ich komme schon gleich viel besser von der Stelle. Jetzt schon wieder so gut. Drop. Man muss halt den richtig timen. Boah. Ich will nicht noch Zweiter werden. Komm. Skater. Mach nochmal schnell einen Trick. So. Ja, 4000 sollten die auf keinen Fall mehr schaffen. Obwohl. Chris Haslem? Wenn, dann ist es Chris Haslem. Er hat's geschafft. Nein! Nein! Verdammt! So knapp, ey! Wie kann ich das noch verlieren? 6.100! Tschuf! Hat der noch in den letzten Sekunden Punkte gemacht. Schon ein bisschen crazy, so. Solo-Lauf. Das heißt... Ja, jetzt kann ich ja sehen, wie viele die einzelnen Skater erstmal machen und die muss ich dann überbieten. Bringt mir allerdings nichts, wenn ich immer stürze. Und das ist schon ein verrückter Drop-In, sag ich jetzt mal. Mach den mal nach. Also pushen und dann dagegen und dann so rein. Krank. Ich mach jetzt mal einfache Tricks. Ich will nicht, dass ich mich hinlege und dann nochmal alles neu machen kann hier. Was macht der denn da? Ey, irgendwie ist die Rampe, kommt man viel zu weit raus, also kann viel zu wenig springen. Das ist ein bisschen scheiße. Ey, was soll das denn? Sorry, Leute. Ey, was? Ey, was soll so eine Scheiße? Ich mach die ganze Mission nochmal neu, ey. Das. Was soll so eine Scheiße? Kommt man viel zu wenig raus? Kann man viel zu wenig rausspringen? So ein verdammter Müll, ey.
Nee, das war jetzt auch ein bisschen laggy. Will ich auch hoffen. Ja, endlich mal auf den 3x3 Multiplikator gekommen. Boah, so eine Verfickung. So, aufs Maul gelegt. Boah, ey, so ein Müll kann sich auch nur EA verlassen, ey. Auch wenn die so hoch ist, aber Spaß macht die jetzt wirklich keine. Weil man hier einfach zu wenig rauskommt, weil die blöd ist. Ah, warte mal, da kenne ich schon noch den Trick. Jetzt geht eins, mal gucken, ob der hier geht. Die Männer landen und dann... Olli, war geht gar nicht. Aber die 8000 schafft Chris jetzt nämlich mehr. Das war's. Genau. Gewonnen. Erste Runde gewonnen. Krass. Zweiter Spot. Guten Tag, es geht los. Start. Judges zum Anschreibetisch. Es geht los. Ey, ich mach doch Backflip, was macht der denn nicht? Hab auf jeden Fall gewonnen. Das Einzige, was zählt hier. Ärger mich hier nur ein bisschen. Das war mein erster Handflip hier in SG2. SG2, SG3. Das war schon der zweite. Das ist eigentlich ein guter Mittel, um hier an diese Mini-Rampen auf mal 3 zu kommen. Denn dann geht's ja sowieso viel leichter alles. Und jetzt habe ich auch locker gewonnen. Auch wenn es nicht wirklich so eine gute Runde war. So. Am Ende doch überlegen in diesem Turnier. Und endlich diese Mission geschafft. War auch nicht leicht. Aber eigentlich sind die Rampen doch relativ cool. Also muss man sich nur ein bisschen eingewöhnen und wieder viel, viel, viel Boards verkauft. Irgendwas hat sich gerade von meinem Controller gelöst, habe ich gerade gemerkt. Unten da dieser Serialcode hat sich da abgeklebt. Ich war schon mal vor, also ich gehe schon mal vor die nächste, vor den nächsten Contest. Ich teleportiere mich davor. Und dann werdet ihr ja sehen, wie es im nächsten Part weitergeht. Ich kann ja in der Zeit noch ein bisschen freestylen, also wenn ihr sehen wollt, keine Ahnung. Und einen Spot gefunden. Aber auch den kann ich jetzt nicht mehr schaffen in der Zeit. Obwohl. Spot rocken geht ja eigentlich relativ schnell. Kommt drauf an, was das für ein Spot ist. Ne? Eine Minute habe ich dafür Zeit. Ja, könnte knapp werden, ne? Der Spot ist perfekt zum. Cooler Spot. Ja, okay, das wird wohl nichts mehr. Haut rein, Leute. Ne, obwohl, ich habe ja noch Zeit. Ich,
schätze immer die Zeit immer so knapp ein. Auch hässlich. Aber ich weiß jetzt, eigentlich ist der Spot relativ leicht zu owen. Ach komm, das war jetzt krüppelig, aber ich hab's geschafft. Oh mein Gott. 10.000 bekommen. Also 10.000 Boss verkauft. Und man sieht sich im nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao.